Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean Galactic Survivor und ja, mein Projekt da hinten, da ist noch nicht ganz fertig. Es steht zwar schon da oben, was es mal werden soll, aber wir sind da leider noch nicht so ganz fertig. Jetzt wollte ich erstmal hier meine Pflanzenbeete mal schnell noch verteilen. Das gehört ja auch alles mit dazu. Müssen wir noch machen. Und ach, wir haben so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, lass erstmal hier die Dinger hier fertig machen, dass wir hier alles soweit anpflanzen können. So, jetzt haben wir noch 19. Dann brauchen wir gar nicht mehr so viele. So, hier sind alle voll, alles Klärchen. So, 9 Stück. Braucht ein so ein Feld. 8. Ah ja. Ah, scheiße. So, dahin, dahin. Okay, dann müssen wir den hier nochmal abbauen. Demontieren. So. Dann wieder ins Inventar gehuscht damit. Und dann hier rein. Wir müssen nämlich irgendwann mal noch zu den Autominern und die mal wieder wegholen. Ja. Und wir müssen auch hier mal die ganzen Dinger upgraden. Nee. Upgraden. 5 Glasplatten und 5-mal gehärtete Stahlplatten. Na, das wird noch ein Akt. So, wie viel brauchen wir denn noch? Achso, Jetpack an. 9, 18, 27, 28 Stück brauchen wir noch. Das ist ja nicht mehr so viel. 28 Stück. 28 Stück. So. Das Zeug dann mal hier rein. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 Stück. Gut, dann soll er die erstmal herstellen. Ich weiß gar nicht. Naja, wird auch nicht reichen. Nehmen wir jetzt mal 10 Stück her. Das passt aber schon mal ein bisschen mehr. So, dann haben wir Zaskosium, Eisenbarren. Das müssen wir alles nochmal umlagern in unsere neue Dings hin. Aber was ich noch machen wollte, ist hier die Sauerstoffflasche raus. Und genau, der kann produzieren. Da kriegen wir dann nämlich, ja, jetzt kriegen wir da auch vernünftig Promethium, also Fusionszellen her. So, 400 Stück haben wir, also kriegen wir 40 raus. Ich habe 300 in Auftrag gegeben, sollte ja ausreichen. So, jetzt wurde mir gesagt, dass Kaffee. Akur, Space Orangenkeim. Bin ich jetzt blind? Hier, das ist Kaffee. Und das setzen wir gleich auch mal an. Denn er hat schon wieder gleich Hunger. Ist ja furchtbar hier. So, Kaffee. Ist das wirklich Kaffee? Ja. Ich hoffe, dass das Kaffee ist. Ansonsten werde ich böse. So, Kaffee steht. Mais. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt hier noch Kürbis. Brauchen wir noch 18. Und Tomaten brauchen wir noch 27. 18 Kürbis und 27 Tomaten. Und dann sollte man natürlich immer noch ein bisschen Ersatz haben. So. Halt, wir gucken erstmal hier. Tomatenkeime haben wir ein und Kürbiskeime haben wir genug. Kürbiskeime brauchen wir nicht. Maiskeim. Dann können wir noch ein bisschen Maiskeim herstellen. Mein Inventar sieht schon wieder extrem kacke aus. Nährstofflösung. Nährstofflösung. Wie viel Müll haben wir denn? So ein bisschen. Okay, dafür brauchen wir reinliches Wasser, davon haben wir genug, verdammte Lebensmittel und Gesteinsmehl haben wir auch genug. Tomaten. 30 Stück.
Maiskeim. Können wir gleich auch nochmal 10 machen. Und wie viel Durians haben wir hier? Durians haben wir gar keinen. Dann sollten wir uns auch nochmal zur Sicherheit nennen. Komm, machen wir auch nochmal 10. Ist das alles geordnet? So, Wasser stellt er her, Tomate, gut. Pflanzen wir jetzt erstmal schnell den Kürbis ein. So. Kürbis. So, Kürbis ist eingepflanzt. Ja, wollen wir gleich abernten? Ja doch, lass uns gleich mal abernten. Wir werden zwar keinen Platz im Inventar haben gleich mehr, aber... Das ist ja egal. Ja, jetzt schon keinen Platz im Inventar. Kacki! Okay. Hallo? So, das Zeug hier rein. Ja, kann man uns natürlich dann ordentlich Süppchen von kochen. So, wir brauchen Kürbis, brauchen wir nicht mehr. Mais brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir hier noch? Fasern brauchen wir auch nicht mehr. Pathering Keim. Space Caviar für Kaffee brauchen wir auch erstmal nicht. Akua-Bären brauchen wir auch erstmal nicht. Ich hasse das, wenn hier das Inventar so unordentlich ist, weil das will ich alles noch, brauche ich alles noch zum Bauen. Freunde. Und immer Medizin mitnehmen. Ich muss euch sagen, ich habe ja hinten gearbeitet und das kann ich leider nur offscreen machen. Weil, ja. Okay, machen wir erstmal das hier weg. Das müssen wir ja auch alles wegmachen. Ich wurde verletzt und hatte aber so 39 Leben. Als ich mich wieder eingeloggt habe, bin ich leider einmal gestorben. Deshalb stehen jetzt hier 12. Ja, ja, so ist das. So, 10 Beete, die nehmen wir auch nochmal schnell mit. So, dann mampfen wir hier mal was rein. Und Energiezellen, sehr schön, sehr schön. So, 10 Beete. So. Und dann haben wir es nachher ja auch fast geschafft mit den ganzen Scheiß. So, dann brauchen wir jetzt noch 18 Beete und dann haben wir es geschafft. Achso, ich wollte noch Mais pflanzen. Kacke. Siehst du, wenn der Olli nicht aufmerksam ist, dann geht hier nichts vernünftig voran. Dann kann ich eigentlich nur 20 so eine Dinger pro Stack machen. Das ist auch ein bisschen bekloppt im Kopf. Ja, ich kann hier hunderte Stahlplatten tragen, aber schaff's hier nicht mal 20 Inventar voll. Super. Ich könnte auch was auspacken, aber ich brauche das ganze Zeug hier. So, Tomaten. Ich habe bald keinen Platz mehr, fällt mir gerade auf. So, Tomaten und ich wollte auch noch Mais pflanzen. Das hat mich so durch den... Nee, nicht Space Carrier. Mais. Ah, ich habe bloß 2 von. Das ist aber kein Mais gepflanzt. Ach, jetzt renne ich hier nochmal hin und her. Scheiße, ey, das gibt's doch nicht. Olli, Mensch. So, und hier kommen noch ein paar Kürbisse. Bis das Ding hier voll ist, einmal. So, jetzt ist voll. Okay, dann noch schnell die Tomate reingekloppt hier. Tomate. Warum mache ich mehr Tomaten? Einfach weil die Fleischdosen Tomaten brauchen. Ich habe noch so viel Fleisch. Deswegen stelle ich einfach ein bisschen mehr Tomate her. Und mal gucken. Wollen ja. Da habe ich ja noch ein bisschen was vor. So, 2 haben wir noch. Und die sind jetzt auch weg. Und dann kann ich hier nochmal. Ja, super. Ich alle Kürbisse schon abgeerntet? Ist dem wirklich so? Ja.
So, Mais brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Und was haben wir hier? Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. So, der Scheiß hier rein. So, dann 20 davon, 20 davon. Salami, Brot, Tomaten. Schinken. Dann 20 davon. So, den Eleon-Kuchen packen wir mal hier rein. Ah, hier ist noch eine T2-Waffe. Warum habe ich denn die da reingepackt? Ach, bestimmt, weil hier kein Platz mehr war. Ja, das kommt leider auch alles dazu. Ah, hier sind auch noch Dorienkeime. Okay, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Ja, ist ja gut da drüben. So, hier wird ja meine neue Abpack- und Station. Das wird dann nochmal ein Ziel. Ich habe jetzt mal hier mal Kisten hingestellt. Die kommen aber hier nochmal weg. Weil hier nämlich mein Sauerstofflager hinkommt. Ja, schön, dass man das sehen kann. Das sollte auch reichen, damit... ja, ich habe natürlich keine Flaschen bei. Sehr clever. So, es soll nämlich hier die Teile hin, die ich produziere. Großes Raumschiff, kleines Raumschiff, etc. etc. So, und dann düsen wir mal schnell nach oben. So, mal gucken, wie viel Platz wir hier haben. Nicht so viel. Was ist denn das hier? Okay, nichts passiert. Genau, da kommt nämlich noch was hin. Hoffe ich zumindest. Gut, so, den Block habe ich abgebaut. So, dann gucken wir einmal ganz kurz. Ne, müssen wir nach oben fahren. Ich kenne mich in meiner eigenen Basis noch nicht aus. Genau, so. Ist immer noch zu heiß? Nein. Siehst du, da muss ich noch die Geländerdinger machen, da muss ich noch Treppen bauen. Okay, Eisenbahn raus. Und dann können wir hier erstmal Eisenbahn. Silizium. Und dann hier den Kupfer. Alter Schwede, wir haben extrem viel von denen. Ich muss das echt mal machen, wenn ich nichts mehr in der Tasche habe hier. Okay. Gut. So, da kommt das Promethium rein. Das soll dann unten umgewandelt werden in den rechten. Hier wird quasi für Energieversorgung. So, hier fehlt mir auch noch eine Treppe. Genau, da kommt Energy rein. Haben wir schon was an Energy? Ja, die hier zum Beispiel. Genau. Erstmal müssen wir kurz hier noch springen. So, und dann habe ich doch hier noch drei Kisten. Das passt ja auch wunderbar. Achso, das passt natürlich nicht. So, drehen. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir hier noch so eine Durchreiche. Betonblöcke kurz hier hin. Zwei. Ja, und
Dann. Nee, auch nicht. Auch nicht. Genau, dann können wir da erstmal. Vielleicht baue ich das nochmal um. Weiß ich noch nicht. Da war vorher der Gedanke anders bei. Gut. Das brauchen wir alles zum Bauen. Alles zum Bauen, alles zum Bauen. Halt, das brauchen wir zur Verteidigung. Kettensägen. Das Problem ist, wir haben wahrscheinlich, wir haben ja eh keine Energie. Oh. Ja, ist ja gut da hinten. Wir haben keine Energie mehr. Doch, wir haben Energie. Habe ich. Oh, ich bin so doof. 80. Wir haben 4 Stück, 10. Ja, das sollte eigentlich dann reichen. Wir könnten ja. Ja, komm, nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Zack. Vorsichtshalber. Und hier die Patronen. Nur zur Verteidigung. Gut, nach oben. Fällt mir gar nicht. So, was haben wir hier noch für Scheiß drinne? So, das ist leer. Das ist auch leer. Gut. P mal ganz kurz gedrückt. Für 5 Stunden. Verwalten. Okay. So, dann geht's los. Als erstes zum Promethiumlager. Ihr kennt ja die Tour. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber wir hätten ja auch gleich. Wir könnten die auch gleich. Oh. Ja. Auch gleich upgraden, theoretisch. 26 Stunden. So, der ist geupgradet. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Ist das hier benebelt hier? Gegraut sie es mir ja schon wieder. Müssen wir nach unten die Konstruktionshalle fertig bauen. Da graut es mir auch noch vor. Das da alles rauszubuddeln. Und dann können wir dort endlich unseren Flieger herstellen. Ja, haben wir auch noch, was haben wir noch, nur zweimal 128 Schuss, ist auch nicht mehr so viel. Könnten ja auch hier diese komische Basis hier abbauen da. Rot und Schwarz. Naja, fliegen wir erstmal zu unserem Kupfer. Dann müssen wir das jetzt hier gleich noch umladen. Und es wird dunkel und ich habe sogar mein Nachtlicht direkt bei Sermann Träumchen hier. So, ist das noch ein. Das ist nämlich noch ein T2. Wenn ich den jetzt hier upgraden möchte. Fünfmal ist das Kursium. Hier hat doch schon wieder. Scheiß Spinne. Na, warum ist der jetzt hier rausgesprungen wieder? Furchtbar. Fünfmal ist das gut, den haben wir natürlich nicht bei. Ja, die Spinne muss reinlaufen, weil die hat mein Schiff angegriffen. Fünfmal ist das Kursium. Okay. Oh, jetzt wird's wieder helle hier.
Gut, jetzt zum Eisenerzlager. Dann müssen wir mal Zaskosium merken. Zaskosium, Zaskosium, Zaskosium. Ja, der Bug übrigens bei dem Siliziumlager liegt wohl daran, dass wenn ein Artenfremder, also ein Allianzfremder, das Ding upgradet, dann kriegt es diesen Unendlichkeitsbug. Also mich soll es nicht stören, ich brauche eh nicht mehr so viel Silizium, aber ja, Silizium können wir uns auch sparen, brauchen wir gar nicht erst hinfliegen. Holen wir jetzt noch schnell das Eisen hier. Eisen, Eisen, Eisen und Satium. Das heißt, wir müssen irgendwann uns bemühen, dass wir so, kurz einmal geduscht das Schiff. Ist ja auch wichtig. Ach, das ist ja auch noch ein T2, siehst du? Also 5-mal Zaskosium. Muss ich mir merken. 5-mal Zaskosium. Also brauchen wir 10-mal Zaskosium. Was wir machen könnten, ist Silizium, das Ding quasi abbauen und dann neu bauen. Ah. Das wäre wahrscheinlich auch das Sinnvollste. So. Zack. Richtig hin. Wir sind deutlich dran. Aber egal. So, das Promethium da rein, das Kupfer, das Eisen. Sehr schön. Haben wir das schon mal erledigt? Du machst eigentlich nicht zu hier. Wird ja kalt. So, wir brauchen Sonnenium, weil wir haben momentan noch nicht den Bedarf dazu. Aber hier, was ich aus dem Kaninchenbau alles rausgeholt habe noch. Oh, hier sind noch Kisten. Und auch Treppenblöcke. Aber wir brauchen ja die. Wir brauchen die Dinger hier. Fleisch erstmal wegbringen, bevor es eingeht. Erstmal Fleischi hier rein. Und Alienanteile. Warum konnte ich denn nur. Ach, mir fehlen Tomaten. Aha. Mais. Durian. So, Durian hier rein. Mais, Mais. Okay. So, pflanzen wir schnell die Tomaten an. So. Tomatos, 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 Tomatos. Sehr schön. Ach, scheiße, ich bin so doof. Natürlich werden die doppelt produziert. Oh. Olli. Im Wachstum. Na gut, dann haben wir 33 über, ist ja auch okay. Mais, 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 Mais. Und wir brauchen... Weizen brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Weizen, Weizenkeime 4 Stück. So, hier rein. Wir brauchen Weizenkeime. Da holen wir 2 Stück raus. Wir brauchen 4 Stück. Also machen wir jetzt mal 5, 6, dann haben wir 12. So, 7. Dann haben wir 10 über. Das passt so. Tomatenkeimlinge. Weiß gar nicht. Haben wir hier. Wir sollten das mal. So. P. Verwalten.
Quellen. Sehr schön, dann ist der scheiß Sauerstoff hier auch mal endlich dezimiert. So, wir haben Akua-Beere. Feathering haben wir noch nicht. Den haben wir. Honig haben wir noch nicht. Tomate haben wir. Phasen haben wir. Durian haben wir. Aloe Vera haben wir noch nicht. Tomatenkeim. Kürbis haben wir. Und Axa-Pflanzenkeim haben wir noch. 3 und 5. Den haben wir. Space-Orangenkeim haben wir auch noch nicht. Und texturiertes Eiweiß. Sauerstoff hier. Die Flaschen. Komm hier rein, weil genau, die brauchen wir für das. Habe ich. Hier haben wir die Zaskosium Legion zum Aufwerten. Habe ich keine. Habe ich die nicht gerade eingepackt hier? Ich bin so doof. Ich bin manchmal so doof. Ach, sind die schon alle? Und hier haben wir nämlich keine Pflanzenfasern mehr. Oh. Der größere Felder. Ja, was irgendwie 11. Ja, stell mal her, Kollege. Wir brauchen hier en masse. So, wie viel haben wir jetzt? 24. Dann können wir nochmal 2 Stück herstellen. Und hier, komm, damit du hier ordentlich produzierst. Ach ja. Ach ja, man kann sie ja nicht zusammen rausholen. Man kann sie auch nicht rüberklicken. Nein. Man muss sie mit der Hand rüberführen. Ja, so ist schön. Jeden einzelnen Olli schön rüberziehen, weil hier geht nicht. Ich halte Shift gedrückt. So. 62 Stunden. Das heißt 5 Tage ungefähr. 24 Stunden ist 1, 48 ist 2, also 3 Tage. Kann er erstmal machen. So, was haben wir jetzt hier auf der Tasche? Maiskeim. Maiskeim brauchen wir nicht. Pflanzenfasern. Die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Felder. 4 Felder, also entweder und dann. 4 Felder, das wird alles nicht ausreichen. Zu klein gedacht, zu groß gedacht. 4 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 2, 2 machen auch so. Dann machen wir 1er Reihe. So, wir machen Alien Honig. Aloe Vera. Aloe Vera können wir ein Feld machen. Aloe Vera machen wir ein Feld. Ja, ich denke, Aloe Vera sollte mal ein Feld durchmachen. Das brauchen wir, um irgendwas herzustellen. Irgendwas Medizinisches, glaube ich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und dann kommt hier texturiertes Eiweiß hin. Dann kommt hier so ein Dingsbums hin. Und hier kommt das Bäumchen hin.